Die Bros und Brodinen, was geht? Nicht heute ganz alleine mit dem Borderlands und zwar sondern der Gaming Kishi ist mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend da So draußen. sieht's aus. Die Folgen werden in etwa eine Dreiviertelstunde gehen, habe ich mir überlegt, weil wir unter der Woche sind. Das heißt ja so, ihr kriegt unter der Woche Dreiviertelstunden Parts. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. Ansonsten gibt's halbe Stunden Parts. Aber das ist Ja, doof, man kriegen wir sieht, hin. man sieht ja immer bei einer halben Stunde bei Borderlands nicht so viel, deswegen, Ja, ah, da passiert Dreiviertelstunde. nicht so viel. Ja, und Deswegen, so, wir spielen auf Wahnsinn. normal, kooperativ. Hey, Und los geht die willst du Fahrt. eine Geschichte hören? Eine Geschichte von Abenteuer, nimm mal. Komm, hör dem alten Markus zu. Ich habe eine gute für dich. Die Geschichte beginnt hier auf dem abgelegenen Planeten Pandora. Für viele nur eine Wüste voller Gier und Gewalt. Und das stimmt. Aber du gewinnst, wenn du es bringst. Pandora ist voller Möglichkeiten. Kammerjäger, sie suchen in den gnadenlosen Borderlands nach geheimen Alien-Schätzen. Mein Vater erzählte mir Geschichten von Kammerjägern, als ich noch klein Markus war. Jetzt erzähle ich dir eine. Aber was genau verbirgt sich in den Kammern? Ruhm, Reichtum, Macht oder so Schwachsinn wie Mitleid oder Familie? Wer weiß, nutze deine Fantasie. Was immer es ist, ein Kammerjäger muss entschlossen sein, dem missgünstigen Schicksal den Sieg abzuringen. Meine Geschichte handelt von einer speziellen Truppe von Kammerjägern am Anfang ihrer Reise. Sie sind tapfer und hungrig. Vielleicht erzähle ich dir diese Geschichte, weil du mich an sie erinnerst. Nur ein wenig. Bilde dir nichts drauf ein. Diese jungen Kammerjäger antworten dem Rufe einer Sirene. Sie heißt Lilith und sie ist eine Heldin. Sie hat Pandora unzählige Male gerettet. Lilith rekrutiert ein Team, um eine Karte zu finden, eine Karte zu Kammern in der ganzen Galaxis. Aber sie ist nicht die Einzige. Böse Mächte haben die Borderlands ergriffen. Eine Gefahr, wie sie die Galaxis nie zuvor gesehen hat. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora mit unseren neuen Kammerjägern, ihrer Sirenenanführerin und vor allem mit mir. Den Arm, Alter. Ich liebe das, Alter. Und vor allem, ich liebe Markus seine Stimme, Alter. Sie ist so göttlich, Alter. Die ist so episch auch. Die passt einfach dazu. Und die Musik einfach. Ja, Immer das gut. ist schön und ein Problem zugleich, glaube ich. Richtig, ja. Deswegen quatschen wir mal so ein bisschen drüber. Ja, ein bisschen ist gut. Ich werde was ganz anderes mal kurz ein bisschen machen. Ich werde das ein bisschen leiser stellen, damit bist du gerade ein bisschen weniger zu hören. Das ist aber ja weniger schlimm, weil das Problem ist, ich kann euch das Video zeigen, aber ich darf euch den Sound theoretisch nicht bringen. Und ich finde es nervig und das ist jetzt das nächste, das ist ein Kriterium daran, was sie vielleicht beim vierten, geschweige Hashtag fünften Teil dann mal vielleicht besser machen könnten, dass man das Intro am Spiel anfangen skippen kann, so wie das Intro hier ausskippen kann. Geschweige alles Szenen mit einem etwas langen Leertastedruck skippen könnte. Das wäre schön. Weil es ist. Oder eine Option ohne Musik, genau. Ich musste gerade mal nachquatschen, weil Pat ist nicht zu hören. Ja, ist nicht getrennt, Discord und Ingame. Also bist du gerade nicht zu hören. Und aber das Video ist zu sehen. Vielleicht bist du ganz, ganz leise, aber das wage ich zu bezweifeln, dass man das hört. Ach so, für alle, ich nicht wundern, ich hab's nicht auf Maximum, weil man sieht vielleicht oben rechts, ich habe die Möglichkeit mitzusehen, wie meine FPS ausschauen. Die Videos sind alle in 30 FPS, geilerweise. Zwischendurch gehen auch diese auch mal runter unter 30. Ja. Für die Leute, die aus dem Stream zuschauen werden,
oder zuschauen, ihr werdet hier nochmal einen ganz anderen Content sehen als im Stream. Also ich werde hier nochmal einen anderen Charakter spielen, als ich im Stream spielen würde. Mit Absicht, um das, ja, dass da noch ein bisschen mehr Abwechslung dazwischen kommt. Vielleicht stelle ich mich auch in einer anderen Position, vielleicht mal ganz anders entscheiden. Wer weiß. Natürlich habe ich das Spiel noch nicht gespielt, Kappa. Hat man gerade auch gar nicht. Ah, ne, kann man. Hab, nee, habt ihr nicht gesehen. Gut. Nein. Ach, die unskippbare Stelle. Mann. Nee, das, ich musste ja ein bisschen drüber quatschen. Ich hoffe, dass das jetzt wieder hinhaut, so alles. Ja, es gibt keine Musik mehr. Was für ein schöner Tag und voller Möglichkeiten. Ah, schöner Tag. Oh, wer hey, Markus. Ja, mein. So, ich werde natürlich auch jemand anders nehmen, als ich sonst gespielt habe, weil ich möchte auch Abwechslung. Jetzt ist die Frage, was würdest du theoretisch, was spielst du eigentlich sonst immer so? Also sonst spiele ich Amara. Oder meinst du so allgemein? Allgemein so. Allgemein bin ich einfach hau drauf und ab geht's. Deswegen Amara, verstehe ich. Ich muss ehrlich sagen, Amara von den ganzen Charakteren gefällt mir persönlich am besten. Ja, es ist jetzt für mich sehr schwer zu sagen, ich bin nicht Amara. Moose ist eigentlich von den ganzen Spielreihen mein Lieblingscharaktere. Klasse, liegt daran, um das mal zu erklären kurz. Gunner, ja. Ist die, nee, nicht die Gunner. Das hat nicht mit dem Gunner zu tun. Oh. Ihr verwechselt diese Klasse, viele. Das ist die, nicht die Gunner-Variante aus den Forienteilen, ja, sondern es ist die Support-Klasse aus jeder Reihe. Weil sie... Sie supportet, aber nicht mehr so supportet, wie ich es eigentlich gerne hätte, weil der Supporter aus den Forienreihen hat immer Munition den Leuten innerhalb des Turrets gegeben und das war mega geil. Live-Regeneration, Schild-Regeneration, war mega geil, habe ich super gerne gespielt. Ich hab also Zane eher dieses Mal. Zane ist eigentlich jetzt der Support-Typ, so ein bisschen. Deswegen frage ich mich jetzt, nehme ich Zane? Also das ist das, was ich mich jetzt gerade frage. Ja, wir haben noch 15 Sekunden. Also ich habe noch 15 Sekunden. Ich nehme Zane. Moose. Ich nehme Zane. Nicht wundern, die Aufnahme. Das Geile ist, ihr habt einen super geilen Farbklang. Hab ich nicht. Ist mir mal aufgefallen gerade eben so nebenbei. Kann ich dir auch empfehlen, Vibrant's GUI zu nutzen, wenn du noch ein bisschen mehr Farbklang aus dem Spiel rausholen willst. Du hast den Angriff überlebt. Können wir mal da bitte darüber reden, dass ich die Schauspielerin von Lilith hier nicht so finde? Ist irgendwie, finden viele nicht so, ne? Man hätte Cosplayer nehmen können, die Lilith gecosplayt haben. Viel Glück. Mit den ganzen, mit dem Style, ne? Alles klar. Ich finde, sie ist ein bisschen emotionslos in dem Ganzen. Das stimmt, ja. Also, soll vielleicht auch so rüberkommen, aber ich finde, ja, ich bin da so ein bisschen unparteiisch, möchte ich eher bleiben. Ich finde sie nicht toll, nicht aber passend, aber auch nicht unpassend jetzt. Ja, das stimmt. Also, es ist so ein Zwischending zwischen ist cool und ist nicht geil. So, der Hardware steht hier schon neben mir, ey. Ach. Zane Flint. Uff, das erste Mal, dass ich zuerst quatsche. Ja, ist doch gut. Ja, sonst ist immer so, dass ich nicht quatsche. Oh, ja. Wie, gar nicht? Nee. Andere, ich bin es selten, dass ich gequatscht habe. Sonst waren es immer meine Teammates. Ja, den nehme ich mir, ey. Geil. Jetzt sei doch mal ehrlich, ich weiß nicht, jetzt will's von dir auch wissen. Warum kommen alle bei diesem Ding auf den Pokédex? Ist doch ein Gameboy. Danke, dass. Warum das Modul drin? Ja, danke! Warum sehen denn alle da draußen Pokédex? Ich sehe auch ein Gameboy da drin. Ja.
Ich sehe da voll den alten, fetten, dicken Gameboy da drin. Ja. Und einen richtig guten. Alle bringen den Joke von wegen, oh, das ist ein Pokédex. Ich denke mir so, Digga, das ist ein Gameboy. Ganz alter. Ich hype das, weil wenn du nämlich im Menü bist und du rumswitcht mit der Tastatur rechts, links drückst, WASD, benutzt er den Daumen auch unten. Das ist richtig, ja. Und wenn du klickst irgendwo drauf, müsste das, glaube ich, sogar so sein. Dann klickt auch den rechten. Achso, nee, mit. Wenn du mit E drückst, dann klickt er da auch rein. Ja. Ist halt das Mini-Gimmick, finde ich mega geil. So, Challenge oder was? Wir holen uns keine Waffe und machen. Okay. Gibt es das eigentlich noch? Komm mal her. Wir können kämpfen gegeneinander, glaube ich. Hier, oder? Jetzt startet der Kampf. Ja, schon, den muss man akzeptieren. Ja, das geht noch. Lol. Habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Ist abgelaufen. Tschüss. Ja. Melodisch. Machst du nix? Hallo, Klapptor. Ich hoffe ja immer noch inständig, dass man ihn als DLC-Charakter bekommt. Ja, gut. Weiß ich nicht. Im Prequel hat man ihn ja schon gehabt. Ja, genau, das ist der Grund. Ich will ihn wieder spielen. Ich liebe ihn. Ist halt cool. Ja, ich liebe ihn, weil alle ihn hassen. Das ist der Grund. Was? Wer hasst ihn denn? Gibt's doch nicht. So, pass mal auf. Ich mach mir hier erstmal. Schön grün. Das sieht ja total schön aus. Hey, wollte gerade scheiße sagen. Oh, ja, Nutzungsbedingung. Die habe ich gar nicht sehen, gar nicht. Weil ich gerade noch am Bestellen bin. Ach ja. Du, Nutzungsbedingungen lesen wir aber komplett, ne? Ja, warte. Jetzt hast du weggeklickt. Ich kann sie nicht mehr sehen. Du hast weggeklickt. Nee, ich habe automatisch weggeklickt. Alter, warum bist du denn? Hast du Gesicht? Farbe im Gesicht, Leute. Was? Dein Gesicht ist pink. Was? Warte mal, muss ich kurz mal mir angucken, Fotomodus? Ja. Geht. Ich komme gerade von der Arbeit. Es ist außersehen auf Arbeit ein Malheur passiert. Ich verstehe. Passiert. Das ist mega geil, also, ja, muss man was? Sagen. Fotomodus ist mega geil, finde ich gut, dass sie es sofort drin gebracht haben, sowas. Ja, finde ich auch gut, nur die Steuerung ist scheiße. Das ist richtig, ja. Bitte überarbeiten, danke. Ist nämlich richtig kacke. Achso, auch für dich, ich weiß nicht, ob du das schon so weit gespielt hast, ich will nicht spoilern unbedingt. Gib dir einen kleinen Tipp. Du bist Kapitel 11. Ja, hab ich schon gesehen. Ich bin Kapitel 12. Also, achso, gut. Nahkampftaste vielleicht auf den Mausklick zu drücken. Achso, ja. Habe ich mittlerweile auf die Seitentaste, deswegen. Mara und so, ne? Ich hab in der Nähe ein Waffendepot versteckt. Sei leise und folge mir. Okay. Wir müssen unauffällig bleiben. Okay. Ja, die Stelle, Alter. Ich glaube, Klapptop hat super gemacht. Bleib zurück! Toll! Es gibt ganz sicher ein paar Leute auf dem Mond, die das nicht gehört haben. Bleib locker! Auf Pandora ist es eigentlich eher seltsam, wenn was nicht explodiert. Da hat er allerdings jetzt recht. Nimm deine Waffe, Rekrut! Du wirst sie brauchen! Mach mal den Music in-game mal richtig leise. Ja. 10 reicht, oder? Es war noch drin, aber nicht vorhanden. Feuermodus! Ja, geil. Zip-Raketen und Pistole. Zip-Raketen. Also ich finde den Change der Feuermodus mega geil. Und einen Must-Have für die eigentlichen vorigen Teil, weil seitdem muss ich nicht mehr auf bestimmte Waffenarten nur achten, sondern ich muss nur auf den Feuermodus achten. Das weil ist, ja. Ich kann in Salven nicht schießen. Es gab so viele Waffen, die Salven haben, die haben jetzt eine Halbautomatik und durch Halbautomatik kann ich wesentlich besser schießen. Ich bin nicht der Typ, der einfach nur Dauerfeuer-Uniheuer macht.
Sondern wenn dann. Dann gezielt. Wenn dann gezielt und dann bin ich klick, 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 klick. Ja, mal gucken, wie das gezielt mit mir wird, ne? Weil vorher nur Schrot. Das geht am Anfang relativ gut, habe ich mir gekriegt. In Kapitel 11, 12 fängt es an, schwach zu werden, habe ich das Gefühl. Was denn? Hallo, Schief. Ich will mit auf der Kamera sein. Der hat was im Auge. Ein bisschen. Das ist was Grünes drin. Du holst voll ein Messer raus, voll cool. Immer, ne? Sieht aus wie Kralle eher. Ja, ja, so ein bisschen. Okay, wir geben uns. Bitte töte uns nicht, Schrottbart. Das hatte ich mir schon gedacht. Öffnet sofort die Tür zu euren neuen. Na dann, haben wir ja Glück gehabt. Ja. Ich komm ja schon. Warte einfach genau da. Okay. Mach ich. Wir haben es geschafft. Na, das ist ja easy. Ja. Gut, dass wir unseren General haben. Ein Hoch auf unseren General! Yay! Nein, die Antenne! Gut. Mann, der bleibt mit seinem Arsch auch überall, aber das werden wir noch sehen. Attacke! Oh, okay. So eine Knarre ist das. Oh, ich hoffe, ich kann mein Gameplay ein bisschen hochhalten. Meins muss wenigstens keiner sehen. Das kannst du. Könnte ja, aber du willst ja nicht, oder willst du doch? Das, weiß ich nicht. Mein Rechner mag das, glaube ich. Meine Grafikkarte ist noch zu überfordert. Ah, meine auch. Ich kann Stream nebenbei gucken. Das Geile ist, ich habe das Spiel begrenzt auf 60 FPS, sehe aber gerade 70 FPS rechts oben in der Ecke stehen. Ja. Obwohl ich es begrenzt habe. Krass. Und V-Sync ist auch an, ne? Auto, weil ich Fenster los habe, randlos habe. Ey, mach mal nicht so weit hier. Zack. Oh, meine holt auch ein kleines Messer raus, Alter. Aber eine Pistole. Ja, hat er genommen, ja. Hier liegt auch ein Gott. Noch eine Pistole, das ist viel besser als die. Zack. Ich weiß. Ah, das ist eine Jacobs. Ist nice. Manchmal ein wenig claptrappig. Aber er ist einer von uns. Du musst ihn retten. Ich bin bei dir. Müssen wir wirklich? Er ist einer von uns? Wenn wir den nicht hier lassen, das macht weniger Probleme. Das steht doch da wunderschön. Den gefällt das doch hier. Ja, Kämmer und vorn, damit kann ich viel besser ziehen. Ach so. Für YouTube, ihr könnt ja mal mitzählen, wie viele Punkte ich irgendwann habe. Was verreckt da? Oder so? Ja, bin ich verreckt. Fast im Todesmodus. Alter, Level 2, Junge. Und schon wieder tot. Er kennt mit denen aber auch nicht. Man kann nicht schießen, wenn man jemanden wieder belebt. Ja, das ist zu wissen. Man kann nicht schießen, wenn man jemanden wieder belebt. Gut zu wissen. Nö. Ich finde es aber immer noch cool, dass man halt jemanden einfach wiederbeleben kann. Sich hochziehen kann, so. Mit dem Schießen. Ja. Das finde ich auch. Und, was ich auch geil finde, ist, dass man. Zu überlegen. Bitte. So, ich sollte mich vielleicht mal leveln, ne? Ja, leveln, davon halte ich so selten was. Deswegen könnt ihr ja mal die Punkte zählen, wie viel Hardy gerade hat. Oh, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen will. Also, so die ersten Sachen werde ich auf jeden Fall reinskillen, das kann ich jetzt schon sagen. Ach so, um einfach zu wissen, was ich jetzt hier machen kann und das zu testen. Ja, ich werde fett auf den Support-Tree gehen, also kannst dann später aufs Geschütz meines Roboters springen. Auftragskiller hätten wir hier. Doppel-Agent. Was hätten wir hier? Undercover. Aber. Ich bin Minigun, Alter. So, was gibt denn der Undercover-Typ hier? Was macht der vor allem? Eine Barriere. Eine mobile Barriere. Aha.
Verstehe ich nicht ganz. Ach, ich kann zwei Sachen ausrüsten. Was ist denn ein ST... Nee, ein SNTNL? What the fuck? Na? Weiß ich nicht. Wir probieren am besten alle eh mal aus. Und ich bin jetzt erstmal ein... Nicht ein Doppel... Wobei ein Doppel-Legend klingt ganz gut. Mobile Schutzschild, die mir... das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich weiß, dass der Double Agent für mich besser klingt. Das mit den Hin- und Herporten später. Keine Ahnung. Ich will jetzt erstmal herausfinden, ob was für mich der mein Skill so ist. Ja, geil. Ich glaub, du summonst einen Klon von dir. Alter, Kino. Mit seinem Schraubenzieher in der linken, ey. Ja, ja. Nerf this, Junge. So übel war der Knabe gar nicht, wenn man es genau nimmt. Ich mag so irre. Hey. Ein Punkt für die Crimson Raiders. Du und Claptrap, ihr sichert den Bereich. Ich bin unterwegs. Ah, Munition. Da oben. Ich hab gerade gedacht, das wäre unten. Aber. Okay, jetzt haben wir den Double Agent mal gehabt. Jetzt will ich mal das hier probieren. Granaten? Der hat glaub abgelenkt, der Double Agent war. Der hat die ganze Zeit auf den geballert. Ja, ja, aber der hat den nicht abgelenkt. Hast du ja gesehen, der hat mich trotzdem beballert. Ja. Super Ablenkung. Hat funktioniert. Ah, es sind zwei Krallen. Zwei Krallen, nice. Ah, das ist so eine mobile Dings. Oh, eine Drohne. Eine Drohne, so zu sehen. Ich glaube, eine Drohne wäre besser für mich, weil ich viel agil rumrenne. Ja, dann ballert die immer schön. Ja, weil ich bin nicht derjenige, der vorne stehen, irgendwo stehen bleiben kann zu lange. Ich muss mich bewegen, muss unterwegs sein. Dafür können wir ja jetzt auch in diesem Spiel endlich sliden. Das benutze ich auch selten. Hallöchen, Lilith. Tagchen. Wie, die ist nur Commander. Claptrap ist General. Es hat mir aber gerade einfällt, ohne kurz mal anzusprechen. Ich wäre sogar weiter als Kapitel 12, wenn ich nicht am Freitag nach der Freitagssession nochmal am Samstag neu hatte anfangen müssen. Das ist richtig, ja. Ich hab nämlich erst Moos angefangen und dann hab ja dann auf Amara gewechselt. Ich bin Zane und du bist die Lady in meinem Gehirn. Ja, yeah, was das betrifft, das wird nicht das Schrägste sein, was du auf Pandora erlebst. Doch. Aber im Ernst, danke, dass du dich gemeldet hast. Immer. Wir sind vielleicht nicht viele, doch mit einem Badass wie dir haben wir wenigstens eine Chance. Ich bin Claptrap. Willkommen bei den Crimson Raiders. Bin ich ein Badass. Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatenmod wird hilfreich sein. Gesagt, oder du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde dich, wenn du bereit bist. Das musst du kurz überlegen. Hä? Wie meinst du denn mit Claptrap? Ja, ich bin Claptrap, Alter. So, Granate. Alle von Flatter. Das wäre ja grandios. Ich sage dir. Oh. Also ich hab, und du? Ja, erzähl mal, Lilith. Etwas mehr Wumms hat noch niemandem geschadet. Außer meinen Zielen. Alles klar. Sichere das Propaganda. Oh, Granaten. Ach ja. Mehr KDK. Zeig, was du kannst, Rekrut. Dabei könnte sie die wahrscheinlich mit einer Attacke weghauen. Sag ja. Oh, die Drohne macht aber Arbeit, so die haut die locker weg gerade. Ja, von allen Winkeln. Ja, schon mal nicht schlecht von Anfang. Mein Aim ist wieder heute on point. Aim, was ist das? Irgendwas, was man essen kann. Ja, man hat letztens beim Stream schon wieder rumgemeckert, von wegen, dein Aim ist on point und spiel mit einer Shotgun, Aim, verstehst? Ja,
Da braucht man kein Aim. Ja. Schießt mal einfach. Solange alles innerhalb des Kreises ist, okay. Weiter muss nicht. Okay, wir haben eine Basis. Vielleicht wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Los, Killer, mir nach. Ich fass mal kurz zusammen. Okay. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands. Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Ich würde auch gerne so langsam laufen können. Und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Hier lang. Ich war so mit der Suche nach der Karte beschäftigt, dass mir nicht auffiel, wie Pandora sich veränderte. Die Banditenclans haben sich früher zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Die Kinder der Kammer. Genau. Komm schon, sehen wir uns um. Die Kalypso-Zwillinge sind ihre Anführer und ihre Anhänger verehren sie wie Götter. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt und sie metzeln jeden nieder, der ihnen in die Quere kommt. Gerüchten zufolge soll ein Banditenclan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Vielleicht ist das die Karte, finden wir es heraus. Verschlossen. Aber eine Sirene hält das nicht auf. Der nächste Sektor kommt schneller als man denkt. Hast du dir schon überlegt, was du mir schenken willst? Aber eigentlich bräuchte ich auch ja kein Visier. Achso, nicht wundern, dass meine Visierfarbe so komisch ist. Neutral ist bei mir, Perfekt. Türkis. Achso. Freundlich ist Purple. Also, was heißt Purple. Und, feindlich ist Rot. Den Unterschied zwischen Purple und Rot sieht man selten. Was haben gut, wir Hauptsache du siehst ihn. Nee. Der Grund, warum ich mit Fax oder wie er heißt, nicht so gut spielen kann. Ja. Seinen Kollegen, ich probiere den immer abzuknallen. Ja. Weil, aber Alter, diese Stimme. Die ist so fucking laut, ohne Witz. Ja. Ach, bei dir auch. Ja, ja, ich hab so leise schon gestellt. Der schreit und dann so übersteuert. Mann, ey. Das ist eine Stimme, die könnte man leiser machen. Ah, so. Scheffel müssen wir finden. Ich öffne das Tor. Ja, mach mal. Kann ich einfach so durchgehen? So geht das nicht. Aha, Mülltonne. Da suche ich immer. Oh, was ist das denn? Mund. Gut. Ja. Dann läuft. Oh, let's fetze, Alter. Jetzt geht's in die Borderlands. Krass, Alter, wenn man braucht knapp eine halbe Stunde, um diese Tür zu erreichen. Das ist schon krass. Also wir haben uns jetzt auch nicht mega beeilt. Speedrun confirmed. Sammle Informationen zu okay, wir rennen also nur. Ja, bis hier in Speedrun. Alles klar. Also wir haben 27 Stunden gebraucht, ist Speedrun würdig. Weiß nicht, ob man da was skippen kann ohne Glitches. Spiel mal. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders bei Null anfangen. Das ist keine Sanctuary. Hoffentlich kriegt Ellie das Schiff bald flott. Okay. Müll, bitte Kühlschrank. Müll. Ja. Munition im Kühlschrank, mach ich auch mal. Hallo? Lagerst du hier einen Shooter drin? Ich finde die Sachen aus der Waschmaschine auch immer ganz toll. Ja. Jo. Oh, schön. Granate. Granatenmod für Level 4. Erstmal verkaufen. Achso, hast du schon so viel? Ja, ich nehme mal am Anfang mal alles mit. So. Ich hab nur eine Knarre. Ach ja, jetzt macht er hier gleich wieder den Klettermax. Icke? Gar nicht, nein. Nie. Niemals. Guck mal, das ist eine Quest. Sogar zwei. Oder? Ah, nee, eine. Ist die Toilette. Kriegt man immer Geld. Mein Automat ist kaputt. Ist ja auch für den Arsch das Geld. Wie soll ich da Gewinn machen auf diesem öden? Ich meine, Premium-Waffen an heldenhafte Kammerjäger verkaufen. Premium-Waffen, was ist hier, oder? Wir sollten meine Automaten reparieren. Und damit meine brennst. Ich repariere du mein Automat. Du brennst. Was? Ja, Wasser hilft. Wasser? Wie bitte? Was? Oh, guck mal, Klappe. Hallo. Ich wünschte, ich könnte Hosen tragen. Kann er bestimmt. Kann er. SpongeBob-Hosen, Alter.
Gerade sagen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Machen wir die erstmal Hauptquest oder die Nebenquest als allererste? Na, erstmal Nebenquest, ja. Wollen wir uns ja spannend halten. Dann müssen wir identifizieren da rüben. Ja, rüben. Das Problem erstmal sehen, was da kaputt ist. Verdammte Psychos. Immer diese Plündertouren, um ihre Bassäxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Was hat Kev zu dem Problem hier gesagt? Der hat gesagt, das war's. Ende des Spiels. Bruder, ich muss mal los. Ja. Ende. Ente. Ente, Ente, Ente. Oh, so, Wirbelsäulen. Na dann. Besorg eine menschliche Wirbelsäule von einem dieser dreckigen Banditen. Das machen wir natürlich. Auch funktionieren. Eine schöne Menschenwirbelsäule auch. So, easy, also müssen wir erstmal die menschliche holen. Die unten kriegen wir nicht die männliche. Das ist richtig, daneben die Skeks. Die sind manchmal wie Menschen. Das ist richtig. Oh, Mann. Schon ganz cool, dass wir mal hier. Was ich aber auch an dem Teil mega geil finde, ist diese verlorenen Items hier drin. Ich frage mich zwar immer, wo ich meine Items verlieren konnte, aber... Ja, das stimmt. Ich glaube, wir laufen außenrum den falschen Weg. Ja, wusste ich, Kappa. Wir sind halt Profis. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob die Wand... Ob man hier hoch gekommen wäre, vielleicht. Ah, easy. Mit ein paar Glitches geht das. Ja, ich wollte gerade einen Glitch zeigen, aber... Hat nicht sollen sein. Fett sagt, nope, heute nicht. Nee, machen wir nicht. Nicht. Alter, zack. Das sieht definitiv besser aus, was ich da gekriegt habe. Und ich muss mal kurz abchecken. Das Finale. Shotgun. Ist das der Pistolke? Ist ohne Schrot. Nee, ist ja doof. Brauchst du eine Schrot? Nee, hab gerade einen gefunden. Aber ich messer hier gerade Skets. Ich finde die mit der Schrot extrem geil, wenn die rumfliegen. Oh, lol. Kann die Granate dich eigentlich auch verletzen? Keine Ahnung. Der Teambeschuss ist nicht. Also indirekte ja, aber nicht direkt. Ja. Das ist wieder eine Schrot. Wir sind hier im wilden West. Krass, der. Ich bin schon ganz wild. Eine Shotgun. Achso, das ist auch total irritierend in dem Teil. Du hast ein Shotgun-Symbol, freust dich auf eine Shotgun, willst damit schießen, also was ist das für ein ganz anderes? Nein, nicht killen, du Mann, das nicht. Tschüss, ich bin ja erstmal weg. Wir müssen da ganz dringend weg. Sonst kriegen wir doch die menschliche Wirbelsäule nicht. Ja. Aber hier läuft da noch einer hinterher. Ja, oh, der Geld. Der, ja, ne? Das ist auch zum Beispiel cool gemacht, dass die anderen mittlerweile mit aufheben. Das stimmt, ja. So, was ist denn hier los? Das Einzige, was ich nicht weiß. Ob, inwiefern die Sachen mit... Warte mal, wir müssen sowieso hier rein, oder? Ist die Quest nicht? Ja, müssen wir. Hier gibt es menschliche Wirbelsäulen. Ja, die haben wir ja schon. Menschliche? Ich noch nicht. Nee, auch nicht, aber ich habe gerade eben eigentlich Juki rum. So. Ja. Ja, oh. Die da noch. Nö. Oh, ein neues Schild. Ah, nehme ich. Also eigentlich hat die gerade eins auf hier oben. Gucken wir mal weiter. Gibt ja noch mehr Menschen hier. Oh, kommt von den Kleinen hier, glaube ich. Kleine. Also ich muss mal vorhin von eins von denen. Von den Kings. Oh. 10 Munion mehr dafür. Ja, ohne Munion ist schwierig. Na, oh. Ich hab Teleport. Oh, oh, gar nicht. Egal. So, du kannst übrigens auch springen, glaube ich. Eine geile Geschütze auf dem Rücken.
Bist du denn, warum ich so hoch gerade springen sollte, oder? Ja. Hoch den Bomb. Sehr lustig. Oh, das war schon alle. Das ist ja schon alle, sau gut. Keine gute Batterie drin. Schon ah, tötet man direkt mal was abgeschlossen. Ist ja geil. Richtig gut, ey. Wir machen erstmal natürlich immer das, was wir nicht machen müssen. Weil das ist ja auch der Charme an Borderlands. Du kannst eigentlich nur machen, was du willst. Ja, ich hab schon gesagt, Alter, wenn nur halb so viel oder halb so krass ist, Alter, mit Binden und Sachen bei Cyberpunk, dann rast ich richtig aus, Alter. Das könnte sein, ja. Ich hab mir nicht genau so, wenn Cyberpunk genauso ist mit Finden, Suchen und das noch optionaler liegt, na dann GG, Alter, dann hab ich ja richtig Spaß. Dann weil ein Kollege. Unterwegs. Ja, ja, Kollege hab ich mitgekriegt, weil der ist ein bisschen anders. Das dürft ich mal bitte? Du bist aus dem Buchclub gefeuert! Hast du gehört? Du bist aus dem Buchclub gefeuert. Du bist aus dem Buchclub gefeuert. Nein. Feierabend, das ist jetzt. Ich weiß doch, dass ich da hoch kann. Aber ich kann doch nicht lesen. Hey, du, ich kann nicht lesen, ich dachte. Ach so. Oh. Ja. So, denken kann ich auch nicht. Ah, da was ist denn mit ihr? Komm mal klar. Dein Ding hier, dass sie hier geheim Messer, sein könnte. Messer durch den Hörnlappen. Messer durch die Hirnlappen. Ja, ihr könnt ja noch mal kurz die Quest umstellen, dass wir auch die Sachen sehen, die wir hier machen sollen. Wo wir hin sollten. Ach so, ja. Ja, das ist einfach geändert. Ja, ja, ich habe ja auf die Nebenquest geschaltet. Ach so. Und das ist jetzt eine Hauptquest. Ja, stimmt. Ach so. Oh, lol. Was ist das denn passiert? Hilfe! So. Hilfe! Ach so, und dann sagt er doch. Hilfe! Ich weiß nicht mal warum. Okay, man hat mich scheinbar getroffen. Ja. Den sind Gissen! Kannst dich retzen! Bestimmt da drin. Was bist du hier? Frisch aus der Toilette, Alter! Da kommt meine Oma her. Level 4. Ab in den Korb mit dem Munion mit dir. Genau, ungläubiger Söldnerin. Ich bin aber ein Söldner, du Lappen. Lob, wer meinte mich? Ja, ja. Immer schön. Ja. Immer schön das Ego raushängen lassen. Alle klar. Da war mein Ego. So viel zu dem Ego? Ja. Gönne ich mir. Die Waschmaschine. Ja, hab ich schon geöffnet. Aber eine. Ja, auf dem Kran, Alter, gibt's Tresore. Kohle. Und ein Radio. Hast du das jetzt. Hast du schon mal geschafft, außerhalb der Map aus Versehen dich raus zu katapultieren mit irgendwo hinlaufen? Nö, nicht wirklich. Nö? Backst du dich immer raus, oder was? Grundsätzlich nicht wirklich, freiwillig. Aber es passiert einfach zu häufig. Oh. Also die Spiele sagen immer von wegen, ihr hast die Möglichkeiten und ich sage, geil, ich darf klettern. Oh, jetzt bin ich aber außerhalb der Map. Das ist jetzt aber doof. Mhm. Da machst du nix. Oh. Cheval müssen wir finden. Cheval ist da hinten. Oh, jetzt kommen wir noch mehr. Hier ist ein Kühlschrank hier unten. Alter, geil. Hier wird essen. Mit Freibier oder was? Mal gucken. Ja, eins aufs Maul. Ja, Alter. Lass dich jetzt hier mal durch den Kopf gehen. Wer hältst du, finde ich, auch einen der Sprüche, aber den. Gucken, ob wir den noch hören. Bestimmt. Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben. Oh, eine Toilette. So. Toilette? Ich hey, würde dich mal. Wenn du. Auch. Hm. Das Worn. Kannst dir mal den Arsch. Gute Ansicht. Durchblick, sehe ich doch. Oh. Yo,
Hilfst du mir? Bandit Life! Schieß mich hier runter, okay? Ich hänge gerne ab, aber nicht so. Nicht so! Nicht so oder was? Ich dachte, sieht doch so. Sieht doch so legitim aus. So. Boah, Alter. Ich glaube, du musst drauf schießen. Ich treff das nicht. Ich hab's gerade eben probiert. Oh, da war ich dran. Jetzt. Jetzt. Ich hab die ganze Zeit auf die Kette geschossen. Hab ich Ulmer. Die Kette geht nicht kaputt. Das ist eine Kiste. Gibt Stuff. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Aber er ist für Level 5. Und für Level 6. Naja, bald. Was machst du hier? Ah, die Kiste habe ich in meinem Haupt. Ich arbeite mit den Crimson Raiders zusammen. Lilith schickt mich, um irgendeinen Quatsch zu finden. Gibt sicher eine Belohnung. Du gehörst zu Firehawk? Oh nee. Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Oh, ein Kriegslord. Sonnenklopper. Endlich sehe ich mal einen. Zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen Alien-Schrott fand. Ich dachte, hatte sie geplant, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Man wird so unter Kriegshelden, Banditen, Kralala, also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders so ab? In einem ehemaligen Propagandazentrum. Es hat eine neue Leitung. Hab alle getötet. Das ist super. Na los, nichts wie weg hier. Ich geh vor. Auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Das ist richtig. Banditenleben! Banditenleben! Ich wusste ja nicht, dass die Färbungen global sind. Die sind richtig global. Habe ich gerade eben gesehen, ja. Ja. So. Meine Waffe habe ich jetzt gerade kurz mal eingefärbt. Du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Nee, mit mir. Aber sicher, alte Unterhose. Ah, jetzt alte darf ich Unterhose, mal. Alter. Geil. Du geile alte Unterhose. Die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Ja, das habe ich sofort voll gesehen. Den Energiefluss. Ach, oh, ich kenne eine Abkürzung. Der Energiefluss. Der ist schon, also... Der hat schon so ein bisschen der Ali-Vibe, oder? Also, nee. Ich vom Aussehen her. Nee. Also, der Cape vielleicht. Ja. Der Ali hat doch kein Cape. Ach so, ja, stimmt. Auch so von The Bros und so. Der ist schon Bro. Der ist Bro-like, ja. Der ist eindeutig ein Paladin-Seg. Das sehe ich sofort. Habe ich an seinen glänzenden, verschmierten. Nee, das habe ich an seinem Cape gesehen, dass das ein Paladin ist. Das bringt diese Aura von ihm mit. Super. Wir haben hier Besuch. Skags, ja. Der ist ja badass. Ja, der ist richtig ass. Oh Gott, hier ist er. Na dann ab. Ja, wegen ihm. Jetzt aber. Willst du mal einen Mac oder was? Das ist hinten so grob und geschützt. Bei mir. Ja, ernsthaft, wie geil. Ah ja, hab ich geskillt, Alter. Wenn Koop, dann richtig hier. Oh, ich glaube, wir sind fertig. Geht das eigentlich bei dir da irgendwann runter, wenn ich schieße? Der Treibstoff nur. Siehst du den Treibstoff nicht? Nö. Oh, cool. Ja, dann. Spring uns mal dahin. Nein! Da sind voll die viel Stuff noch. Du hast die aufgehoben, ich nicht. Nö, ich hab die nicht aufgehoben. Da liegen halt voll Sachen, die wir mitnehmen müssen. Zum Beispiel die Wirbelsäule, die du eingesammelt hast. Oh yeah! Und ein SMG! Ich mache also mehr Schaden, wenn ich Waffen vom gleichen Hersteller habe. Nimm Dahl! Ja, vielleicht. Oder was ist deine Favoriten Firma? Ja, Jacobs. Echt Jacobs? Ja, die geilen klassischen Waffen. Ja, gut. Gib ich gerecht. Ich bin so ein, also ich mag Dahl. Dahl ist so präzise. Nee, geht eher um präzise Genauigkeit und Handling, gemeinsam relativ hoch. Und du hast meistens vollautomatisch und halbautomatisch zusammen. Ich verstehe, ja. Hab grad Jacobs und Type Q.
Guck mal hier. Oh, geil. Hey. Da trinke ich doch draus. Noch warm. Frisch. Okay, installiere die Wirbelsäule. Die Banditenwirbelsäule funktioniert. Ach so, wir hatten doch eine. Na siehst du. Ja, ich wollte mich nur rächen, weil diese Bastarde meine Maschine zerstört haben. Dennoch schätze ich dein Engagement für den Kapitän. Engagement. Du hast schon eine Schock-Skag-Wirbelsäule. Probier sie. Es wird funktionieren. Versprochen. Bevor wir die verprobieren, das machen wir nämlich im nächsten Part. Sag an der Stelle, schöne Arbeit, schön dabei wart, ihr geilen Bros und Brodinen, geilen Söken und Lappeninnen und wie auch immer. Und Lappen. Und wir tschüss. Haut rein. Ja. Mhm.